Letzter Fall für heute. So. Nach wir Vampirschloss und Schneegipfel geht's ab zum Mörderexpress. Und diesmal hat er verdammt schnell geladen. So, diesmal habe ich mich selber, also diesmal kann ich nicht selbst der Täter sein. Und Fräulein Gloria fängt an. Heulen Gloria! Heulen Gloria! Der ging's zu schnell. So, sie ist am Zug. Sie geht runter zur Halle. Und die Halle sagt Gatow mit der Lampe in der Halle. So. Ich bin dran. Und kann überall hin. Dann gehe ich in die Bahnhofsbar einen heben. So. Sherlock geht erstmal ganz gemütlich einen heben. Und zwar mit Freundin Gloria. Da ich sage mit dem Messer. So. Fräulein Gloria messert in der Bahnhofsbar. Nicht. Es war nicht Fräulein Gloria. So, Herr Grün geht in den Friseursalon. Lass sich die Haare schneiden. Sherlock mit dem Samtfesseln im Friseursalon. Da ich Sherlock selber habe, kann ich leider Gottes nur hier und hier mein Fragezeichen machen. Bringt mir also nicht wirklich viel. Warum ich die Fragezeichen habe, ich schaue mir immer an, wer auf was reagiert und wohin die Tendenz geht.
Wenn eine Tatwaffe sehr viele Fragezeichen hat, also von jedem so ein bisschen schon angepinkt wurde, dann ist es wahrscheinlich, dass die irgendwo in einer Hand ist, sehr hoch. Also, Wiesental, Glas habe ich in der Hand, am Taxistand. So, Professor Blum mit der Schaufel, der Kohlenschaufel. Und da kann ich natürlich jetzt nichts machen, weil die Kohlenschaufel habe ich selber und muss sie zeigen. Damit habe ich aber schon eine Tendenz zu Blum aufgedeckt, ne? Und aktuell wäre auch die Bahnhofsbar eher interessant. Dann noch kein anderer da. Was aufgedeckt hat, aber man kann es in dem Sprint. Blö, heute kann ich nicht reden. Man kann es momentan in dem frühen Spielverlauf noch nicht hundertprozentig sagen, weil natürlich alle noch keine, noch nicht viele Erkenntnisse da sind und noch nicht viel gewonnen wurde. Also Speisewagen. Wer ist im Speisewagen? Grün. Mit dem Schraubenschlüssel. Grün. Mit dem Schraubenschlüssel im Speisewagen. So. Und Gloria ist am Zug. Und geht in den Motorraum. Schaut sich dort den Motor an. Ob da vielleicht die Leiche eingeheizt wurde, wer weiß. So. Also, wir wissen, dass er Gloria nicht hat. Bei der Lampe hat er schon mal gepinkt. Da kriegt er jetzt einen Zweier. Und beim Motorraum hat er jetzt einmal gepinkt. So. Damit wissen wir, die Chance, dass die Lampe dort ist, ist schon mal gerade ziemlich hoch. Und jetzt würfeln wir und schauen, was uns hin verschlägt. Wir können zum Schlafwagen, zum Taxistand, zum Friseursalon. Wir gehen zum Schlafwagen. Warum? Auch das ist hier ganz simpel gehalten. Der ist halt noch nicht besucht worden. Daher sage ich jetzt mal Beinhard, ich sage Blum, da er noch kein Fragezeichen hat. Blum. Mit dem Messer. Und Verdächtigen haben wir schon. Tatwaffe, Messer.
Runde beenden. So. Lieber Blum, lieber Grün, was wirst du anzogen? Wiesental mit der Kehrschaufel in der Halle. Wiesental. Mit der Kohlenschaufel in der Halle. Halle wird schon uninteressanter. Sherlock mit Glas. Sherlock und Glas habe ich selbst. Das heißt, mein Verdacht, hier den Friseursalon zu streichen, ist richtig. Okay. Von Gatow mit der Lampe. Speisewagen. Es ist auch wieder blöd, weil er könnte sowohl Gatow als auch die Lampe zeigen. Damit bin ich nicht gerade so glücklich. Salonwagen. So. Sherlock. Mit dem Messer. Bringt nix. Bringt mir nix. Auch wenn es gut war, aber nein, bringt mir nix. Wo das Messer sitzt, wissen wir schon. Fräulein Gloria.
grün. Mit dem Schraubenschlüssel. Ha? Du hast grün. Du kannst den Schraubenschlüssel haben. Und die Bahnhofsbar wäre auch möglich. So. Wir würfeln erneut und gehen in den Schlafwagen rauf. Denn dort möchte ich natürlich mal testen, ob meine Theorie, ob ich meine Theorie zusammenbasteln kann. So, wir sagen Blumen. Gerade mein Hauptding ist der Schraubenschlüssel. Bis vor kurzem waren es noch die Samtfesseln, jetzt waren es schon der Schraubenschlüssel. Ah! Und fertig! Gewonnen! So, weiter. Ein paar wollen noch gucken. Letzte Anklage, komm. Ein Erfolgserlebnis. Blum. Mit dem Schraubenschlüssel. Im Schlafwagen. Und, jawohl, ein Dribble-Win. Gut gemacht, du hast den Fall gelöst. Zumindest ein heute. 250 Punkte gemacht. So, Bestenliste. Damit war es das heute bei meiner Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr bleibt mal gewogen mit einem Abo. Einen Daumen rauf und mit dem Aktivieren der Glocke. Und ich verbleibe als euer Gaming Dragon mit dem heißen Fario für diesen Part. Papa und ciao. Hallo meine lieben Freunde, das war's von Cluedo, dem klassischen Detektivspiel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr bleibt mir gewogen. Mit einem Abo, einen Daumen rauf und mit dem Aktivieren der Glocke unten in der Videobeschreibung befindet sich natürlich der Link zum Linux, mit dem ich der Elder Scrolls Online Let's Play, der Link zu all meinen laufenden Let's Plays. Hier oben kann man mich abonnieren. Hier links und rechts gibt es zwei Videos. Das letzte, was ich hochgeladen habe und das, was der YouTube-Algorithmus für mich rausgesucht hat. Und ich verbleibe also Gaming Dragon mit dem heißen Fario für diesen Part. Baba und ciao.